Also herzlich willkommen. Heute stelle ich euch meinen Borrow-Stack vor mit dem Thema Gideon und Chandra. Beide Planeswalker werden hier in der ersten Spiel einige Schichte erleben. Ich hoffe, dass sie dann auch auftauchen, wenn ich sie ziehe. Und ja, erzähle euch dazu einfach eine Geschichte. Mal gucken, wie auch das gegnerische Deck ist. So ein bisschen improvisationsmäßig. Ob das gelingt, ich will es mal ausprobieren. Ansonsten ist das Deck ein relativ normales Human Deck. Gideon als 2-1er, als Mini-Drop quasi, ist mit dabei. Auch die Fähigkeit hier ihn auch unzerstörbar zu machen ist halt sehr effektiv. Und später, wenn er mit zwei weiteren Kreaturen angreift, wird er halt zum Planeswalker und wird dann von einem kleinen Jungen zu einem großen Planeswalker. Dann haben wir eine Blitzaxt dabei, um auch mal eine große Kreatur zu neutralisieren. Da wir die ganzen Länder später nicht mehr benötigen, können wir die ohne weiteres abschmeißen. Oder wir nutzen hier das hysterische Temperament, was hier immer drin ist, als für seine Madness-Kosten. Ansonsten haben wir Titan Strength mit dabei, um unsere Kreaturen hochzustärken. Insbesondere gut geeignet, um hier unsere Double Striker hochzupumpen oder auch unser Land hier hinten, das mit dabei ist, auch dieses Land einfach dann hochzupumpen und entsprechend Doppelschaden zu verursachen. Anderer Weg ist auch, unsere kleinen Kreaturen verstärker zu machen, um dann mit Chandras Entflammen Kreaturen und Gegnern so viel Schaden zu verursachen, so viel Power die Kreatur hat. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ist es ein normales Human Deck. Wir haben zweimal den Hauptmann drin. Wir haben den Talion's Lieutenant drin, der anderen, wenn er ins Spiel kommt, +1/+1 Marken gibt. Und immer wenn ein Human ins Spiel kommt, sich selber hochstärkt. Wir haben einen Ritter drin, um halt ein bisschen Mana-Fixing zu bekommen. Und auch ein 2-2er, der Erschlag hat. Ansonsten haben wir die maximale Anzahl der Leutnants drin, um auch dort +1/+1 Counter zu bekommen. Wenn er Schaden macht, dann wird er ruhmreich und ist dann eine 3-2-Kreatur. Und wenn er zukünftig angreift, stärkt er alle weiteren Kreaturen ebenso hoch. Der Abt, auch wenn er verbuggt ist, ist mit am Start. Man muss halt nur vorsichtig mit ihm spielen. Dann kann man auch seine Zusatzfähigkeit ganz kurz nutzen. Bravour ist super mit Titanstärke, ist auch mit den anderen ganzen Instants und Sorceries super zu nutzen. Ansonsten kann man mit ihm eine Karte ziehen. Declaration in Stone ist allgemein bekannt, wir können da eine Kreatur exilen. Chandra habe ich jetzt hier mit drin. Zum Thema Gideon und Chandra gehört auch sie mit dazu. Ich hoffe, wir ziehen sie. Ja, ansonsten wird sie, wenn sie 3 Schadenspunkte verteilt. Und wichtig, ganz, ganz wichtig ist, dass der letzte Schadenspunkt durch ihre Tap-Fähigkeit erfolgt. Also normalerweise läuft das so, man greift mit der Kreatur an, verursacht 2 Schaden, spielt einen roten Zauberspruch, dann tappt die Kreatur, dann tappt man sie wieder und verursacht 3 Schadenspunkte. Dann verwandelt sich Chandra, die tobende Flamme, in einen Planeswalker, wo wir wiederum 2 Schaden entweder auf den Gegner oder auf Kreaturen tätigen können, beziehungsweise ja, die letzte Fähigkeit kommt eigentlich sehr selten zum Tragen. Ja, ansonsten, oder man spielt halt 2 rote Zaubersprüche in einer Runde, dann kann man auch 3 Schadenspunkte verursachen, indem man sie antappt und wieder tappt. Antappt und tappt. Gut, den Double Striker habe ich erklärt. Immer wachsam, auch gut gegen Fall unsere Kreaturen, die werden stärker, werden nicht mehr getappt beim Angriff und unsere Double Striker erhalten auch +1/+1, um sie noch ein bisschen bedrohlicher zu machen. Ansonsten haben wir hier insgesamt unsere 6 Zaubersprüche, die Direktschaden verursachen, 3 Schadenspunkte auf eine Kreatur, auf Spieler oder 4 Schadenspunkte. Und wo Chandra sind, ist auch die Eltern, also gehört das irgendwie als Family Board und Story dazu. Pia und Kieran, auch alleinige als Karte so, auch natürlich super. Aber
um die Verbindung zu Chandra aufzubauen, muss diese Karte mit dabei sein. Ja, dann haben wir Gideon nochmal in seiner direkten Planeswalker-Funktion. Da ist er schon erheblich älter und auch noch viel stärker als in seiner jugendlichen Gestalt. Bringt uns einen dritter Token oder wird selber zum 5-5er, der keinen Schaden bekommt. Oder er gibt all unseren Kreaturen als Kriegsheld natürlich, folgen sie ihm alle und sind motiviert, unter Gideons Flagge zu arbeiten. Kann man auch machen. Ansonsten haben wir noch den Wessen, den Engel. Wir brauchen ein bisschen englische, sage ich schon, eine Engelsunterstützung. Schützen Sie Kreaturen. Wir können ihn auch dann flippen lassen. Dann wird das 6-5. Macht auch nochmal 3 Schadenspunkte auf alle Kreaturen. Tolle Kreatur, gehört halt mit ins Spiel hinein. Chandras in Flammen ist halt Chandra erwacht, macht so viel Schadenspunkte, wie viel Stärke unsere Kreatur hat, auf die wir sie spielen. Toller Mass Removal und direkt Schaden auf den Gegner. Und auch Chandra in ihrer Vollendung, und das ist ein sehr toller Planeswalker, ist mit an Bord, der uns 3-1 Elementarkreaturen ins Spiel bringt. Oder wir können eine Kartenamt abwerfen, was nicht so häufig vorkommt. Nicht in diesem Themenbereich, jetzt auf jeden Fall bei dem Deck. Oder Chandra, die Flammenruferin, fügt einer Kreatur X, allen Kreaturen X Schadenspunkte zu. Toller Mass Removal, tolle Kreatur. Ja, also, Deck ist eher themenbasiert. Daher sind die Karten so ausgewählt worden. Was hat mit Chandra zu tun? Was hat mit Gideon zu tun? Was könnte man da in die Kombination mit hineinpacken, um ein tolles Boros-Deck zu bauen? Wie ihr seht, sind die Farbgestaltungen immer doppelrot, doppelrot, doppelweiß, doppelweiß. Das heißt, ich habe jetzt hier von diesen Tap-Ländern, wo ich kein großer Fan eigentlich davon bin, Länder mit ins Spiel zu nehmen, die getappt ins Spiel kommen, vier jetzt damit hineingepackt. Aber gut, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir immer doppelweiß oder doppelrot haben. Ansonsten sind alle anderen Doppelländer wie gewünscht auch vertreten. So, lasst uns einfach mal starten und unser erstes Spiel machen. Und ja, viel Spaß und bis später. Wird es heute Gideon und Chandra gelingen, ihre Heimat zu verteidigen? Es ist unser Zug. Wir haben nur eine Mana, aber wir haben Gideon in seiner Gestalt als Junge. Und wir sollten einfach für die Storyboard die Karten behalten. Gut, also schauen wir uns an, ob Gideon es schafft, gemeinsam mit Chandra sich gegen den Ansturm gegenüber ihrer Heimatstadt zu verteidigen. Und schauen wir mal, was passiert. Und ich erzähle euch da halt die Geschichte zu Gideon und Chandra während des Spiels. Mal gucken, wie sich die Geschichte entwickelt. Also, Gideon marschiert auf den weiten Ebenen umher, wird aber noch nicht in Erscheinung treten, sondern als erstes ist zu sehen, dass der Leutnant des Konsuls seine Patrouille über die weiten Ebene der Lände tätigt und am Horizont folgende Kreatur entdeckt. Es ist eine Pflanze, die aus dem Boden herausragt, die sehr ursprünglich aussieht und uns die Möglichkeit gibt, den nächsten Schritt von nun an zu ziehen und spielen als nächstes den Hauptmann der Wache, der durch den Leutnant dazu gerufen wird, um sich den Vorgang mal genauer anzuschauen. Denn es ist schon etwas merkwürdig, dass auf einmal im Wald sich Pflanzen bewegen und sich erfreuen und immer größer werden und stärker werden.
je mehr Länder ins Spiel kommen. Man entschließt sich nun, gemeinsam sich dieser Pflanze zu nähern und diese auch gleich zu eliminieren. Gemeinsam zieht der Hauptmann und der Leutnant nun weiter in den Steppen herum und erledigen alles, was sie treffen. Bisher haben sie nur eine Pflanze entdeckt, die noch nicht so viel Schaden verursachen konnte. Ja, und schauen wir mal nach, was uns jetzt als nächstes begegnet. Weil der Angriff auf unsere Stadt war bisher noch nicht so riesig. Und ob es notwendig ist, ob sie Kitchen, den Helfern Akros, rufen, um ihre Stadt noch stärker zu verteidigen. Oder ob sie sich sagen, nein, wir heben uns den auf und benötigen zunächst einmal nur den Champion des Kyros. Schau an, neben der Pflanze taucht ein Elementarwesen auf, was die Wälder zum Bewegen gebracht hat. So. Was machen wir? Greifen wir an gegen dieses Wesen oder wollen wir das erst vorab erstmal eliminieren? Brauchen wir Unterstützung von weiteren Einheiten? Wir werden mit großen Schritten angreifen, den Leutnant in die Schlacht schicken und den Hauptmann ebenso und werden sehen, ob das Pflanzenwesen sich dieser menschlichen Vorhut stellt und stirbt. Nein. Wahrscheinlich wird gleich ein Feuerdunst vom Himmel herunterregnen und uns alle Kreaturen zerstören, wenn er noch die Möglichkeit findet, noch zusätzliche Feuerkraft aus einem seiner Mountains zu schöpfen. Was er nicht hat. Das bedeutet wohl, wir haben die Möglichkeit. Oh. Zusätzlich bewegen sich sogar Elfen noch dazu in dieser Armee. Wie hinterhältig. Aber in menschlicher Form werden wir schaffen. Den Gegner zu bezwingen. Der Elf stellt sich in den Weg. Dem Hauptmann. Der Hauptmann säbelt ihn einfach nur nieder. Yeah! Und wir verursachen weitere Schadenspunkte. Wir brauchen Gideon! Und Chandra, die müssen wenigstens noch ins Spiel kommen. Das macht die Story keinen Sinn. Naja, auf jeden Fall funktioniert das Deck auch unabhängig davon, ob man eine Geschichte erzählt. Ich glaube, die Geschichte ist jetzt nicht wirklich toll. Aber in Form von Gideon und Chandra sind halt einfach nur Humans im Deck drinne. Kann man ein schönes Storyboard drumherum bauen, dass die beiden in ihrer wahren, jugendhaften Gestalt die Möglichkeit finden, stärker, größer zu werden, sich zu verwandeln und zum ersten Mal zum Planeswalker zu werden. Bin ich gespannt, ob wir jetzt noch die Möglichkeit finden, unsere beiden Kreaturen zu verwandeln und sie zum ersten Mal mit in die Schlacht zu schicken. Es taucht ein nächstes Wesen auf, 10-4, das sich wieder mal, wie es man so sieht, den Pflanzen gewidmet hat. Aber nichtsdestotrotz, mit dem Erscheinen von Gideon sind die Gegner in die Verteidigung
in den Rückzug gezwungen. Wir greifen an und zerstören all unsere Gegner mit unseren Kreaturen. Dadum, dadum. Naja, die Story ist schwach. Aber es hat wenigstens Spaß gemacht. Ich habe versucht. Es gibt ja sonst keine Möglichkeit, irgendwie jetzt aktuell ein Deck zusammenzubauen. Naja, wir hatten Gideon, wir hatten Chandra, wir hatten sogar die Eltern von Chandra auf der Hand. Nicht gegen Mana und die Story war leider zu schnell vorbei. Aber wenigstens ein Spiel mal gemacht und ja, vielleicht mache ich noch eins. Bis dann. So, schauen wir uns mal unsere Starthand an. Och, die ist gar nicht so schlecht, behalten wir. Außerdem sind wir nicht dran als Erster, das heißt, vielleicht ziehen wir noch eine weiße Mana nach. Behalten wir. Wir spielen gegen Igor. Also, auf ein gutes Spiel, Igor. Und, tja, mal schauen, welche Farben uns erwarten. Auf jeden Fall brauche ich jetzt kein Storyboard mehr zu erzählen. Ich glaube, das war eine Erfahrung wert. Mal es auszuprobieren, ist doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Und konzentrieren wir uns lieber auf das Spiel. Wir haben diverse Zweier-Drops, die wir auch ohne Probleme legen können. Noch schöner wäre es, wenn wir noch eine weiße Mana ziehen würden. Dann könnte man Leutnant gleich in der zweiten Runde spielen. Ansonsten brauchen wir für unser Deck 3 Mana insgesamt. Und wir spielen scheinbar gegen ein vergleichbares Human Deck. Der Gegner spielt einen weißen Ritter, den wir auch im Deck selbst haben. So, was können wir machen? Wir könnten. Ja, wir spielen erstmal was aus, damit wir auch mithalten können. Ansonsten in der nächsten Runde spielen wir dann das getappte Land, sodass wir dann die Möglichkeit haben, sowohl doppelrot als auch doppelweiße Karten zu spielen. Und dann kriegen wir auch erstmal ohne weiteres auch die Kreaturen des Gegners eliminiert. Scheint ein okay. Verbündeter, okay. Diese Kreatur ist so stark, wie viele Kreaturen der Gegner im Spiel hat. Und wenn er einen anderen ungetappten Verbündeten, den du kontrollierst, kann er einen Verbündeten tappen und ihm Erschlag oder sonstiges geben. Wachsamkeit, Trample, je nachdem, was der Gegner quasi benötigt. So, die Kreatur sollten wir relativ schnell eliminieren, aber noch nicht jetzt. Gut, bieten wir ihnen einen Trade an und wir greifen an mit dem Hauptmann. Sollten wir das machen? Oder ist unsere Kreatur uns? Nein, wir sollten es. Ich würde sagen, wir sollten es nicht machen. Wir haben irgendwann auch die Möglichkeit, 4 Kreaturen zu spielen. Und dann transformiert er. Ah, wir machen es mal nicht. Ein bisschen defensiver in der jetzigen Variante. Gut, wahrscheinlich werden jetzt die nächsten Menschen oder auch Allies gespielt werden. Okay. Boah, 4-4, schon mal eine Ansage. Mit Nimbusflügeln? Mit Nimbusflügeln? 5-6. Alles klar. Okay, ich glaube, bei der nächsten Runde müssen wir. Wir lassen durch. Den 5-6er einfach doch eliminieren, bevor wir jetzt irgendwas anderes spielen. Ich glaube, wir hätten den Trade anbieten sollen. Er hätte ihn nicht genommen. Hätten wir 2 Schadenspunkte mehr schon verteilen können. Aber gut.
So, wir eliminieren erstmal ihn hier. Und greifen mit beiden an. Und können dann in der nächsten Runde unseren neuen Leutnant spielen. Der 2-1 First Strike hat. Das heißt, jetzt kommt wahrscheinlich der Ritter nochmal durch. Und den 1-1er wird er wahrscheinlich jetzt noch einmal hochpumpen können, weil er noch eine Kreatur spielt. Den können wir dann aber auch ohne weiteres blocken. So. Er hat eine ähnliche Deckvariante wie wir auch. Bloß in der Kombination Weiß-Grün statt Weiß-Rot. Bringt uns den Vorteil, dass wir einige Direct Damage spielen können im Gegensatz zu ihm. Er hat die Möglichkeit, aber dafür etwas bessere Kreaturen spielen zu können, unter anderem, oder seine Kreaturen hochzupumpen. Müssen wir mal schauen. Ja, da sieht man es. Hochzupumpen ist ein gutes Wort. Der ist jetzt 4. Ist unglaublich. Oh, 7 Schadenspunkte. Lass mal durch. Unglaublich. Jetzt haben wir nochmal 3. Also, hat der nächste Runde noch einmal Nimbusflügel, sind wir tot. Gibt er ihm Trample? Ja, da sie ein Mensch ist, schade. Wobei, wir könnten es anders machen. Versorgungssegment, schade, es ist schon vorbei. Also eliminieren wir ihn. Drei am Erstschlag. Ne, wir können nicht mit angreifen, leider nicht. Wir wollen ihn ja töten. Geht leider nicht. Hauptsache, er zieht keine Nimbusflügel jetzt. Oder eine Verzauberung, wo er Trample geben kann. Nochmal. So. Nix Fliegendes. Okay, er hat nichts. Und? Vier Schadenspunkte jetzt. Oh ja, stark. Wenn wir mit einem blocken. Also mit einem müssen wir jetzt blocken. Und wir blocken mit ihm. Also hätten wir mit den anderen beiden geblockt, hätte er ihn noch beide getötet. Das macht gar keinen Sinn. Wir hätten mal drei Kreaturen gegen eine Kreatur gespielt. Das wäre eher ungünstig. Wir spielen jetzt als nächstes hier Pyr und Kiran. Dann haben wir nämlich insgesamt fünf Kreaturen draußen. Wir können mit einer blocken. Dann haben wir nämlich vier. Und in unserem Upkeep flippen die beiden Kreaturen und werden so stark, wie viele Kreaturen wir haben. Nämlich, wir werden sie nämlich zum Anführer der Westphal und bringen am Ende unserer Runde einen weißen, schwarz-weißen Spielschein ins Spiel. Na, das stattet uns jetzt aktuell weniger, das Land. Wir nutzen einen Thopter zum Blocken. Haben jetzt die große Freude. Oder auch nicht. Mal gucken, was er spielt. Hat er noch was auf der Hand?
Igor, Igor, Igor. So. Flip, flip. Ah, sehr schön. Wir doch mal mit den vier Vierern an. Mal schauen, was er macht. Oh. Eine der beiden Kreaturen kriegt auch noch vier Schadenspunkte, würde er mir sagen. Vier Schadenspunkte fügt er ihm zu. Das lassen wir nicht zu. Unsere Kreatur wird unzerstörbar und wird dann auch noch zu einer 5-5-Kreatur. So, das ist nochmal eine Ansage. So nicht. Wenn er blocken sollte, wäre das fatal für ihn, weil er würde seine einzige Kreatur verlieren. So, jetzt haben wir 6. Und wir produzieren fleißig kleine Kreatürchen. So sollte eigentlich das Spiel gewesen sein. Okay. Das war's auch. Er produziert noch ein Token, greift wahrscheinlich jetzt gleich an. Wir blocken mit einem unser Token. Jetzt transformiert niemand, weil wir nur einen Token genommen haben statt einer. Doch. Egal. Da wir ja sowieso noch 3 Schadenspunkte verteilen können, brauchte man da auch nicht drüber nachdenken. Also, auf in die nächste Runde. So, auf in die letzte Runde. Wird schon langsam ein bisschen spät. Wir behalten die Kartenhand. Sieht nicht schlecht aus. Wir können unsere 2er-Drops relativ gut legen, die beiden weißen Leutnants. Wir sind am Start. Kartenhand behalten. Ja, gerade Frau ist ausgeflogen, nämlich für 2 Tage schön nach Amsterdam, Holland geschäftlich. Kinder wollten bei Oma und Oma schlafen, Opa und Oma schlafen, sodass man heute ein bisschen Zeit hat, auch ein bisschen zum Zocken zu kommen. Aber irgendwie fallen auch einem da die Ideen langsam schwer, neue Decks zu kreieren. Und ich freue mich drauf, dass am 20.07., sofern es jetzt auch wirklich stimmen sollte mit dem Release, dann auch die neuen Karten bei Magic Duels freigeschaltet werden. Jetzt stellt sich nur die Frage, welche Karten bekommen wir denn eigentlich aus dem Set, aus dem neuen Innistrad Set. Ja, Emrakul soll es ja scheinbar nicht sein, was ich sehr schade finde, weil die Jungs das irgendwie nicht gebacken bekommen, die Fähigkeit von Emrakul einzubauen. Aber man arbeitet fleißig dran und tja, lassen wir uns überraschen, was uns dort auf erwartet. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Madness-Karten, viele Karten, die mit dem Friedhof arbeiten. Delirium ist angesagt. Also da kann ich auf jeden Fall einige meiner Decks ein bisschen modifizieren, neue Ideen entwickeln. Ja, also wird auf jeden Fall viel Spaß bringen. Ja, und schauen wir mal nach, was uns jetzt dieses Spiel beschert. Wir spielen eigentlich gegen, nee, wie spielen wir eigentlich? Gegen Grizzly, Stufe 26. Ja, ich hätte auch nicht mal ein neues Motiv hier für uns gewählt, ne? Also, mal Jace belassen. Gut, aber gut. Ist ja auch nicht so kriegsentscheidend. Wir greifen jetzt erstmal mit unserem Lieutenant an. Ich würde jetzt gerne mal Gideon oder nochmal
Chandra ziehen. So wie in unserem ersten Spiel, aber bisher passiert da leider gar nichts. So, dann schieben wir nochmal den Abt. Und hoffen wir, dass wir was Vernünftiges ziehen. Am besten schönen Zweier-Drop. Na, schaust die obersten drei Karten an. Und hast du gezogen und wir spielen das Land. Naja. Bisschen viel Länder. Wir sind insgesamt sechs Länder und wir haben 1, 2, 3, 4, 5 normale Handkarten. Also da ist die Mana-Verteilung gerade eben nicht optimal. Was haben wir denn da? Was haben wir da? Verursacht Trampelschaden. Feuerbrandhund. Die ist ja auch schick, die Karte. Dann eliminieren wir die Karte. Wir schießen nicht mit dem vorigen Temperament auf die Karte, um sie zu eliminieren, weil vielleicht brauchen wir die Erscheinungspunkte eher, um sie direkt ins Gesicht von Grizzly zu schießen. Greifen wir erstmal an. Unser 2-1er wird plus 1 gepumpt. Jetzt mit dem Angriff nochmal plus 1 plus 1 sind wir schon bei 7 Schadenspunkten. Haben nochmal die Möglichkeit, eine seiner Kreaturen zu eliminieren nächste Runde, wenn es notwendig sein muss, sollte. Dann können wir nämlich auch entsprechende Schadenspunkte verursachen. Denn spielen wir einmal Declaration in Stone, kriegt er nochmal plus 1, plus 1, das ist er dann 3. Und hier ist er bei 4, hochgepumpt 5, 8, 10, 11 Schadenspunkte. So, spiel eine dicke Kreatur und das Spiel ist nach knapp 5 Minuten vorbei. Don't touch my creatures, please. Und nicht eliminieren. Spiel lieber einen schönen dicken großen Blocker aus. Er hat scheinbar nichts auf der Hand. Für 3 Mana kann er eine Kreatur eventuell zerstören. Gesagt, getan. Okay. Dauert jetzt doch noch ein bisschen länger. Schade. Wir greifen wieder an. Verursachen 2 Schäden. 2 Schaden meine ich. 2 Schadenspunkte. Und fahren wieder der Dinge. Haben wir nächste Runde wieder genügend? 4, 5, 6, 9. Also, gleiche Situation. Matchpoint. Gucken, was er spielt. Jetzt hat er schon 6 Mana. Wir könnten nächste Runde 9 Schadenspunkte verursachen, indem wir Uiuiuiuiui. Naja, dauert das Spiel doch länger. Und es wird für uns schlechter ausgehen. Scheinbar. Sehr ärgerlich. So, schauen wir mal. Hat er das Board stabilisiert? Okay. Der stört mich jetzt weniger. Aber so eine schöne Chandra wäre jetzt so richtig schön toll. Nein. Kartenhand, Karten soll er nicht ziehen. Also nicht permanent. Jetzt kann es wehtun. Mal gucken, was er spielt.
Telling Time. Okay. 3 für uns. Wir könnten ihn jetzt noch eliminieren. Wir könnten auch warten. Vielleicht kriegen wir eine Kreatur. Vielleicht eine Kreatur mit Double Strike. Vielleicht auch ein Land, was getappt kommt, um dann Double Strike zu geben und anzugreifen. Mann, Mann, Mann. Sah so gut aus. 3 Schadenspunkte. Nehme ich. Wie darf er jetzt ziehen? Ach, stirb. Sorry, er hat nichts mehr auf der Hand. Ne. Dann wären wir nämlich schon bei 4 Schadenspunkten. Das muss jetzt nicht sein. So, 2 neue Handkarten. 4 zu 1 Handkarten. Er hat mehr Länder. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, und da ist der nächste. Na, da bin ich mal gespannt. Ein First Striker. Dum, 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 dum. Der überlebt. 3 Handkarten. So, 2 auf ihn. Nein, nicht 2 auf ihn. Dann pumpe ich ihn hoch. Immer lieber zweimal auf ihn spielen. Außer er hat nochmal einen Zwillingsblitz. Niemals wegen einem Schadenspunkt, wenn ich bei 20 Leben ist, sollte man das nicht machen. Oh, das ist gut. Auf. So. No, wenn man 2 hat, darf man es machen. Oh, wie schrecklich. Oh, wie schrecklich. Man sollte trotzdem Zwillingsblitz, gerade wenn man gegen Rot spielt oder Grün und man hat eine Kreatur mit 1 und man will sie wirklich wegbekommen, lieber den Schaden direkt auf die Kreatur zweimal spielen. Nicht, dass man die Möglichkeit hat, die Kreatur irgendwie nachher noch hochzupumpen. Das ist halt immer super ärgerlich. Jetzt hat er hier natürlich die große Möglichkeit gehabt, sogar 2 Zwillingsblitze zu haben. Also hätte er sich den einen noch aufgehoben, hätte er beide spielen müssen. Ja, ob man es braucht, gut. Er hat so gespielt. Vielleicht ist es ein Glück gewesen. Auf jeden Fall ist die Kreatur, die 1-3-Kreatur, jetzt kein Glücksbringer. Denn jedes Mal, wenn er mir jetzt einen Schadenspunkt verursacht oder mir überhaupt Schaden verursacht, kann er eine Karte ziehen. Dadurch generiert er extrem großen Kartenvorteil. Und tja, wir sind halt irgendwie Handkarten leer. Alter, schon. Na, mal gucken, was wir ziehen. Leider ist diese Karte auch noch gebuggt. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas ziehen sollten, so, wie zum Beispiel ein Land. Okay, beim Land ist jetzt nicht so schlimm, aber ich kann die Karte nicht spielen. Und nochmal ein Zwillingsblitz. Oder so. Gut, dann wissen wir wenigstens, dass er einen Zwillingsblitz hat. Ist gar nicht so schlecht. Zieht aber eine Karte. Ich glaube, er wird dieses Spiel jetzt nach Hause fahren. Na, jetzt zieht er jede Runde eine Karte. Und einen Zwillingsblitz hat er noch auf der Hand. 2 Schadenspunkte kann er also noch irgendwo hin verteilen. Das macht er jetzt auch, tötet unsere Kreatur. Sind nochmal 2 Schadenspunkte. Gibt es irgendetwas, was uns jetzt hier wirklich stark weiterhelfen? Ne, Wässern wären da gar nicht so schlecht. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Oh, lange nicht mehr gesehen hier. Okay, immer wenn eine Kreatur ein Target wird von mir, kriegt er die Kontrolle.
solange er den 2-3er kontrolliert. Also sehr schön. Also das sieht ja wirklich nach einem dicken Win aus. Freut mich, mal diese Karte wieder zu sehen. Habe ich früher gerne mitgespielt. Und da machen auch Zwillingsblitze Sinn. Denn auch dicke Kreaturen kann man da einfach mit targeten und dann kriegt er halt sofort unter seiner Kontrolle. Schick, schick, schick. So, was kann mir helfen? Chandra kann mir helfen. Chandra, Top-Deck-Modus, Didit, 6 Mana. Ansonsten bin ich gleich tot. Chandra. Nein, keine Chandra. Ein Lieutenant. Gut, spielen wir einen Lieutenant. Aber wenigstens einen Blocker, wenn er uns nicht geklaut wird. Gucken. Zwillingsblitz nochmal? Er hat jetzt keinen auf der Hand gehabt. Gut. Mann. Hat er doch einen auf der Hand. Den jetzt gerade gezogen, am besten. Also wenn er jetzt gerade gezogen hat, dann super, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten hätte er ihn vorher gehabt, hätte er ihn jetzt am Ende meiner Runde spielen können. Aber er hat nicht dran gedacht. Schick. Also, vielen Dank fürs Spielen. Das letzte Spiel sollte nicht unseres sein. Also, ich melde mich wieder, wenn die neuen Karten da sind. Beziehungsweise nächste Woche vielleicht nochmal mit einem anderen Deck. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Ciao.